Eins, zwei, drei, Achtung! Oh, fliegendes Becky! Oder eher plumpsendes Becky. Irgendwie muss ich noch mit dem Hocker klarkommen, Leute. Ist ein bisschen hart hier. Jedenfalls bin ich wieder am Start für euch mit einem neuen creepy und spooky Video. Also, Grandma-Check-Decke schnappen. So einer am besten. Und euch einmummeln und den Grandma-Check machen, denn es gibt wieder einen weiteren Teil WhatsApp-Chats, die du niemals um 3 Uhr nachts alleine durchlesen und anschauen solltest. Ja, ihr habt es euch so sehr gewünscht, deswegen gibt es wieder einen neuen Teil und ich bin echt gespannt, worum es diesmal gehen wird. Und Zuschauerfrage für heute, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wovor habt ihr so richtig Angst? Also, wovor gruselt ihr euch extrem? Zum Beispiel in den Keller zu gehen oder alleine zu Hause zu sein abends, weil die Eltern irgendwo hin müssen? Oder habt ihr Angst vor tiefen Gewässern? Es gibt ja so viele Sachen, wovor Leute sich gruseln und Angst haben. Also lasst es mich mal wissen, das würde mich mal super interessieren. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, also bei 37.707 Menschen. Da werde ich wieder eine verfluchte Nummer über WhatsApp versuchen anzuschreiben. Ihr wolltet ja auch, dass ich eine anrufe, aber wollt ihr auch, dass ich eine über WhatsApp wieder anschreibe? Dann springt den Daumen nach oben und ich würde sagen, let's go. Wusch. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ihr müsst unbedingt Grandma-Check machen. Unbedingt, Leute, Decke schnappen. Ich warne euch, okay? Die Warnung ist ernst gemeint. Leute, es ist 3.13 Uhr. Hey, bist du wach? Schnell, bitte, was soll ich tun? Oh mein Gott, der heulende Smiley. Ich kann es verstehen. Was ist los? Voll spät oder sollte ich sagen früh? Hast du ein Glück, dass ich noch zocke? Wow, wenn wieder deine Freunde richtig nachtaktiv sind, aber sich dann quasi beschweren, dass du die anschreibst, weil du einen Notfall hast. Auf jeden Fall kam das. Da ist ein Clown vor meinem Fenster. Und Leute, da steht tatsächlich einer. Oh mein Gott, wie gruselig sieht der aus? Oh mein Gott, seht ihr die Zähne? Bah! Ich würde so schreien. Alter, der steht genau vor dem Fenster. Was ist sein Auftrag? What the? Schließt sich ein und ruft die Polizei an. Was macht er da? Ja, ich glaube, das fragt sich jeder. Was zum Teufel macht der da? Also, Leute, ich freue mich extremst auf Halloween. Aber nicht auf Clowns. Ich hasse Clowns einfach nur. Ich habe so einen Ekel vor Clowns. Heute ist echt niemand im Schulbus. Wo sind denn alle? Machst du Witze, Junge? Wir haben Sommerferien. Hä? Der Schulbus fährt? Oh mein Gott, total vergessen. Warte, wohin bringt mich dann der verdammte Busfahrer? Ich ruf Polizei. Okay, Leute, ich bin sprachlos. Also ich meine, der Schulbus ist gefahren. Aber wirklich jetzt, wohin bringt ihn der Busfahrer dann? Wenn ich in die Schule, wohin dann? Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte Sauangst. Wer bitte nicht? Aber wem ist das auch schon mal passiert, dass er dachte, er hätte eigentlich Schule? Obwohl Ferien sind oder Wochenende. Oder Eltern veräppeln einen manchmal, wenn 1. April ist damit. Voll fies, wenn das genau auf ein Wochenende fällt, ne? Also lasst euch nicht veräppeln am 1. April, wenn eure Eltern das vorhaben. Aber ja, ich glaube, das war kein April-Scherz. Hey, sag mal, wieso schreibst du mir um 3 Uhr nachts, dass du mich beobachtest? Du bist so blöd, ehrlich. Toller Scherz. Oh mein Gott, ihr kriegt um 3 Uhr nachts eine Nachricht, wo dann drin steht, ich beobachte dich? Hä, das war ich nicht. Guck doch in den Chat, Lügner, ehrlich. Das sehe ich auch, aber ich schwöre, ich war es nicht. Wenn du es nicht warst, wer war es dann? Ich weiß es nicht. Okay, das ist krass. Ist euch schon mal sowas passiert, dass ihr plötzlich irgendwie eine Nachricht angeblich versendet habt, die ihr gar nicht versendet habt? Ist euch das schon mal passiert? Also mich würde es mal mega interessieren, aber ey, das ist richtig gruselig. Richtig gruselig, Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen würde, aber ich glaube, ich würde mein Handy wegschmeißen. Ob das was bringt, ist eine andere Sache, aber ich hätte Angst. Aber ich weiß nicht, wer jetzt mehr Angst haben soll. Die Person, die es angeblich geschrieben hat oder der Freund, der es bekommen hat, diese Nachricht. Du wirst mir nicht glauben, was momentan passiert. Keiner tut es. Was denn? Erzähl doch. Du lachst sowieso. Oh, kann er nicht mal erzählen? Nein, versprochen. Wozu sind Freunde da? Okay, ich glaube, jetzt fängt er an. Du weißt doch, dass Lilly, unser Hund, letzte Woche leider verstorben ist, oder? Ja, so traurig. Sie war so süß. Seitdem sie nicht mehr da ist, höre ich jeden Tag ein Kratzen an meiner Tür. Und das genau um 0 Uhr. Keiner glaubt mir. Mama sagt, ich bild mir das ein, weil ich sie vermisse. Das stimmt nicht. Ich habe heute Kratzspuren entdeckt. Oh mein Gott, was? Was, waren da vorher keine? Und dann kommt das. Sie hat ein Bild geschickt. Nein, siehst du sie? Oh mein Gott, was? Alter, das sind eindeutig irgendwie Kratzspuren. Wenn du plötzlich so ein Kratzen an der Tür...
Aber es ist echt so, ne? Eltern glauben einem sowas nicht. Ja, du musst das noch verarbeiten, du vermisst sie wahrscheinlich, das bildest du dir ein, du hörst das vielleicht nur noch, weil du dran gewöhnt bist, weil das Tier das immer gemacht hat, aber Löcher sind eindeutig Kratzspuren am Türrahmen. Und das richtig viele. Kann es sein, dass es bei Opa spukt und es juckt ihn gar nicht? Ich will heim! Oh mein Gott, was ist los? Was denn passiert? Also nächste Woche gehe ich ihn besuchen. Bin ja mal gespannt, haha. Sind das Geschwister? No joke. Wir waren gerade alleine zusammen in der Küche und wir haben plötzlich laute Schritte und ein Türknallen gehört. Ich hatte Sauangst und Opa schrie nur nach oben. Nächstes Mal bitte leiser und hier werden die Türen nicht geknallt. Dann war Ruhe. Ich habe Angst. Und Opa? Ja, also ich würde sagen, dein Opa weiß auf jeden Fall, wie er mit Geistern umgeht. Er lebt einfach mit dem Fakt, dass er Geister in seinem Haus hat. Und ist total relaxed. Er muckt sogar noch auf, als wären das so seine Kinder da oben oder seine Enkel. Selbst die Geister haben Angst vor dem Opa. Ich glaube, da musst du dich selbst gar nicht mehr vor den Geistern eigentlich fürchten. Also ich glaube, da ist alles in Ordnung. Warte, seht ihr auch diese Augen? Ich glaube, das leuchtet total da, ne? Ist das ein Keller? Ja, da sind Augen. Bist du nicht auf Klassenfahrt? OMG. Ja, wir haben einen Keller gefunden. Überlegen gerade... Ich habe ja gesagt Keller. Überlegen gerade nachzuschauen, was das ist. Nein, geh nicht. Geht lieber sofort auf euer Zimmer und geht nicht mehr raus. Wer kommt denn auf die Idee, noch nachzuschauen, was da drin ist? Also, ich meine, es könnte vielleicht ein Tier sein. Aber dann würde ich vielleicht mit einer Taschenlampe von dem Lehrer reinscheinen und dem Lehrer Bescheid sagen. Ein Tier würde man wahrscheinlich auch hören, aber ich weiß ja nicht. Oh, ich würde erstmal dem Lehrer Bescheid sagen. Geht nicht irgendwo alleine rein. Sagt dem Lehrer Bescheid. Also einfach mal so nachschauen, alleine, nachts und da ist keine Lampe oder so. Auf gar keinen Fall. Okay, Leute, kommen wir jetzt zum nächsten. Ich will nicht mehr bei Oma schlafen. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Nein, sie ist gruselig. Mama, bitte. Ich glaube, das ist ein Elternteil, oder? Auf jeden Fall kommt jetzt, nein, sie ist alt, aber nicht gruselig. Hör auf, so respektlos zu sein und jetzt geh schlafen. Morgen kommen wir doch schon. Und jetzt kam das. Nee, Mama, guck doch Oma an. Ich hab Angst. Und wie sieht sie zum Teufel aus? Warte mal, ich muss mal hell machen. Ah! Ich hätte nicht hell machen sollen. Sind das die leuchtenden Augen gerade aus dem Keller? Digga, warum sieht die Omi so creepy aus? Aber vielleicht hat sie es ja nett gemeint. Ich meine, sie lächelt ja ganz süß. Auf jeden Fall geht's weiter. Schatz, bist du dir sicher, dass das Oma ist? Schließ dich ein, wir kommen! Was? Ist das noch nicht mal ihre Oma oder seine Oma? Los, raus da! Los, wenn das nicht Oma ist, weg da! Ich meine, die Mutter muss doch irgendwie ihre eigene Mutter erkennen können, oder? Wenn sie schon sagt, ist das überhaupt Oma? Wo bist du denn gelandet? Ich verstehe die ganze Welt nicht mehr. Das ist gruselig. Das ist richtig heftig gruselig. Nächster Chat, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Weißt du, was passiert ist? Wir sind ja in ein altes Haus gezogen von 1930. Ich wollte hier auf gar keinen Fall hin, aber meine Eltern, kennst das ja. Boah, ja, ätzend. Haben ja selber ein altes Haus. Als ich hörte, von wann es ist, run. Diese Emojis. Oh mein Gott, von 1930? Das ist einfach mal 91 Jahre alt, Leute. Stellt euch das mal vor. Krass, oder? Wie viel hat das Haus bitte miterlebt? Ja, auf jeden Fall, ich hörte abends oft Trompete. Ich dachte halt, das wäre der Nachbar. Spielt vielleicht im Garten, aber als ich guckte, war da keiner. Bin also selber raus in unseren Garten und merkte, es kam vom Friedhof nebenan. Von 1930 und dann auch noch neben meinem Friedhof? Beste Kombination ever. Überhaupt nicht. Ich hätte ja so Angst, ehrlich. Was ist, wenn das der vorherige Besitzer des Hauses ist? Sag mir nicht der... Also, falls er nicht mehr leben sollte, ist er auf dem Friedhof nebenan? Also, wenn er mal Trompete gespielt haben sollte, dann könnte das tatsächlich sein, dass er das ist, sein Geist so. Aber vielleicht will er nur ein bisschen Trompete spielen, ne? Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht meint er es ja nur gut und spielt ein bisschen Trompete. Nervt dich vielleicht, aber solange es nur im Garten ist... Kommen wir jetzt aber auch schon zum letzten Chat. Bist du on? Ich muss ja eigentlich diese Nacht auf zwei... Warte, wie spät ist es? 3.11 Uhr? Ich muss ja eigentlich diese Nacht auf zwei Kinder aufpassen und die schlafen normalerweise schon. Ich habe plötzlich weinen gehört und ging hin, aber beide waren friedlich am Schlafen. Jetzt ging plötzlich der Fernseher an. Was soll ich tun? Sind Einbrecher im Haus? Pass lieber auf. Nein, alles ist verriegelt. Jetzt wieder. Warte, muss gucken. Pass auf dich auf. Wieder nichts. Ruf die Eltern sofort an und geh zu den Kindern. Also ich glaube, in dem Haus spukt es eindeutig. Mich würde nur mal interessieren, wie alt ist das Haus eigentlich? Das würde vielleicht so einiges erklären. Aber plötzlich hörst du weinen, alle schlafen.
Der Fernseher geht an. Also ich weiß nicht, ob ich da noch babysitten würde. Ehrlich? Ja, Leute, auf jeden Fall sind wir schon am Ende angekommen. Ja, ich hoffe, ihr musstet euch nicht allzu sehr gruseln. Also, ich fand die schon nicht ohne. Vor allem auch das mit der Oma fand ich richtig gruselig, auch mit dem Schulbus. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr wirklich Gänsehaut pur fandet. Und bis zum nächsten Mal. Ich hab euch so, so da lieb. Bye!